Hallo Leute, der Wallrock wieder hier. Heute wieder mit Fun Fantasy. So, gleich zu Beginn muss ich heute mal einen kleinen Nachschub einreichen. Und zwar kam mal wieder unerwarteterweise nach dem Ende der letzten Mission bin ich in eine Stadt gegangen und da kam nochmal eine Videosequenz. Und die bekommt ihr jetzt hier nochmal. Bis gleich. Und weiter geht's. Wir haben erfahren, dass meistens sich das Sid wohl herausgefunden hat, wo sich Mute aufhält. Und dass wir ihn auf der DT-Ebene treffen sollen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Kampf. Bernsteintor. Das wäre die ideale Lernmission. Aber das dauert jetzt zu lang. Ja. Blau nehmen wir mit. Aber erstmal die Gesetze gucken. Instrumente, Techniken und Ziel auf alle. Okay, damit lässt sich leben. Sich nur bei Lester, die Kämpfertechniken. Na, kann man durch nichts ersetzen. Fechttechniken sind genauso blöd. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, fehlen hier ein, zwei. Die sitzen momentan im Kerker. Ja, Sonja, was nehmen wir noch mit? Ich nehme mal Cesare mit, vielleicht kann ich mir doch ein Monster noch fangen. Der nimmt nämlich endlich einen Bogen zum Einfangen der Monster. Aus dem Weg! Einfangen kann ich jetzt so nebenbei erklären, wenn ein Monster, ja, das läuft ein bisschen wie bei Pokémon, wenn das Monster fast kaputt ist, steht eine gewisse Chance, es einzufangen. Was den Effekt hat, dass man einerseits es auf der Monsterbank züchten kann, da bin ich allerdings noch nie genau dahinter gestiegen, was das bringt, sie hochzuzüchten. Allerdings bekommt man, wenn man ein Monster gefangen hat, die entsprechende Seele des Monsters. Und ein Wandler kann sich dann mit dieser Seele in das Monster verwandeln und deren Fähigkeiten nutzen. So, nehmen wir gleich mal Ausweider. Ah, Pfeilblock. Narf. Dann eben Stärkung. Macht der Ausweider beim nächsten Monster noch mehr Schaden. Ah. Okay, das ist, glaube ich, jetzt dumm gewesen. Der steht hier gewaltig im Weg. Nehmen. Rangi. Das ist eine blöde Stage. Ein blödes Gebiet. Kommt man nirgends ran. Techniken darf ich nicht einsetzen. Aber Magie. Hallo Blitzka. Vielleicht schon bei Panther.
Nein, nicht bye bye. So. Einmal letzter Atem. Sogar mit 70%, das sollte auch klappen. Down. So, du stellst dich hier hin. Das sollte doch mit dem Ausweiter so weit kommen, oder? Dafür, dass das schwerer Schaden bei Monster sein sollen, 114, naja. Also es hat irgendwie schon ohne Verstärker bei anderen Monstern mehr gemacht, also. Bloß nicht, kannst dich heilen. Puh, Glück gehabt. Kann ich mich da vorbewegen? Nein. Dann musst du hier bleiben. Böser Blick auf die Lamia. Schade, nicht verwirrt. Sehr schön. Kann ich mir nämlich eventuell gleich in der nächsten Runde... Naja, gut. Okay, den Drachen kann ich mir noch nicht fangen. Also solange sie noch so normal stehen, braucht man das mit dem Einfangen eigentlich gar nicht probieren. Das ist dann meistens eher schwierig. Mach Versorgen, es bringt zwar nichts, aber wie immer, es bringt trotz alledem 10 Erfahrung. Käfer könnte ich mir eventuell jetzt fangen. Mal schön. Vielleicht vorher noch Verdunklung. Das macht die Sache leichter. Oh, das ist fies. Mundgeruch ist eine fiese Attacke. Vor allem nachdem der Drache jetzt... Der Drache hätte den Frosch jetzt instant killen können. Weil als Frosch haben die eigentlich keinerlei Verteidigung. Wow. Das haut rein. Schauen wir mal, einfangen. Ach, das ist wie Pfeilblock. Grrr. Dann ausweite auf die Lamia. Erteilung hier. Jetzt erstmal du hier weg. Dann dürfte der... Nein. Der Richter mal die Leichen wegteleportieren. Selbst als Frosch geht das noch. Ist ja genial. Eine saublöde Stage. Wenn man hier nicht. Selbst kann Morblor nicht mal was machen, ohne meine eigenen Leute zu treffen. Als Hast kann er einsetzen. Auch nicht verkehrt. So, und die könntest du jetzt bitte mal wegbeamen, Richter. Die stören da. Ungemein.
geht doch. Was ist das doof gemacht hier? Das ist viel zu eng. Wobei, die Gegner kommen auch nicht ran. Ich kann nirgendwo hingehen. Ja, super. Kann ich mich eigentlich nur verbergen. Kann mich hier hinten hinstellen. Okay. Ausweiter macht dann doch mehr. Wenn es der treffen würde. Hier wären die Feenschuhe echt geil gewesen. So, jetzt holen wir wenigstens mit Versorgen erstmal. Nein, das hat doch. Ach, Gott sei Dank, das heißt den Froschstatus. Sau blöd, solange der Morbol da steht, der blockiert den Weg komplett. Ist doch. Ah. Ja, Richter, schalt dich endlich mal ein. Ach, aufgepfiffen. Totema. Ach. Ah, Ziel auf alle. Ja. Das hatte ich jetzt sogar ganz vergessen, aber. Kann ich mit einfangen soweit? Ja. 23%. Probieren kann man. Oh, doofer Richter. Was ist der dran? Sieben Ziegen. Sieben verschenkte Ziege. Ist doch. Ja, versorgen. Gott, ist das nervig. Die einzigen, die rankommen, sind die beiden hier. Könnte ich wenigstens die Techniken einsetzen, aber nein. Ach, der Morbol muss weg. Punkt. Und jetzt reicht's noch nicht mal. Ja. Na endlich, wenigstens komme ich jetzt an die Morbol ran. So. Weg damit. An den Leichen vorbeilaufen kann man ja, glaube ich. Jetzt könnt ihr aber auch wieder angreifen. Pfiffen auf das Einfangen. Na endlich. Der Kampf wird so schnell vorbei sein können. Wo könnte Meister euch das jetzt sein? Gut, an dieser Stelle mache ich mal einen kurzen Schnitt. Bin gleich wieder da.